Was in der letzten Folge des Paris Saint-Germain Karrieremodus geschah. Nichten, wenn Ibrahimovic gehen sollte, beziehungsweise einfach nicht mehr wirklich tauglich ist für die Champions League. Aber das zeigt er diese Saison einfach weiterhin. Flanke kommt, Verratti köpft rein, 2-0. Was ist denn mit Bayern momentan los? Das kann es doch gar nicht sein. Bayern München liegt im Prinzenparkstadion 2-0 zurück. Und aufpassen, das ist jetzt mal gefährlich und das ist unglaublich. Javi Martin ist der Innenverteidiger gegen Thiago Silva. Die Flanke kommt und Lewandowski. Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Paris Saint-Germain Karrieremodus. Doch bevor ich jetzt zur heutigen Folge komme, was alles passieren wird und so weiter, ganz große Sorry an alle aktiven Zuschauer dieser Karriere, dass leider die eigentlich letzte Folge verloren gegangen ist. Also in der Folge hatten wir eben das große Rückspiel im Champions League Halbfinale. Jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, was alles in dieser Folge in Kurzformat passiert ist. Bayern München reicht ein 0-0 im Champions League Halbfinale Rückspiel, um sich für das Champions League Finale zu qualifizieren. Leider Gottes hat Manuel Neuer uns öfters mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber auch die Zeitspieltaktik, die war auf jeden Fall auch beim FC Bayern München vertreten, weshalb wir die letzten 20-30 Minuten kaum zu Angriffen kamen. Trotzdem muss ich sagen, Bayern München bei einem sehr ausgeglichenen Spiel verdient ins Champions League Finale eingezogen. Daneben hatten wir auch noch die letzten drei Ligaspiele, die wir allesamt gewonnen haben mit 1-0, 4-1 und 2-1 und stehen damit mit über 100 Punkten vor dem Saisonabschluss gegen den FC Nantes. Außerdem gab es noch eine bittere Nachricht: Sofiane Boufal hat sich sein Schienbein gebrochen und wird 4 Monate ausfallen. Wie es aussieht, wird also im Sommer das ein oder andere Gerücht fallen, was die Flügelposition betrifft, denn da haben wir jetzt ein Backup weniger. Mal gucken, wen wir da für die Sommertransferphase so ins Auge nehmen. Wenn beide Stammspieler bleiben, sollen beide vielleicht so ein bisschen degradiert werden zu Ergänzungsspielern, das heißt natürlich den Jüngeren wie Lacazette oder Raphael Varane so ein bisschen Platz machen, oder sollen wir beide verkaufen und hochkarätige Ersätze verpflichten? Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Gut Leute, das letzte Saisonspiel. Wir schauen mal ganz kurz auf die Statistik bisher in dieser Saison. Wir haben 32 Spiele gewonnen, 5-mal unentschieden gespielt, 80 Tore geschossen, 20 nur kassiert, damit eine Tordifferenz und haben über 100 Punkte kassiert. Das ist auf jeden Fall eine unglaublich sagenhafte Saison gewesen. Von der Leistung her, wir konnten uns einfach die ganze Zeit auf einem sehr hohen Level halten, haben einfach nie eingeknickt, was einfach unglaublich ist. Also ich glaube, das gab es echt noch nie, dass eine Mannschaft so straight durch die Liga durchgegangen ist, egal ob es jetzt eben hier in Frankreich war, in England, in Deutschland, in Italien, in Spanien. Niemals gab es wirklich eine Mannschaft, die so einfach durch die Liga durchgegangen ist. Aber man muss auch sagen, wir haben eine Mannschaft, mit der ist das auf jeden Fall möglich. Es kommt nur mal auf den Trainer an. Meine Wenigkeit, und der scheint das Ganze doch ganz gut gemacht zu haben. Eigenlob stinkt zwar, aber ich würde mal sagen, den Job, den ich hier geleistet habe, der war auf jeden Fall nicht schlecht. Keine einzige Niederlage, wir gehen nochmal mit Bestbesetzung in das letzte Spiel rein. Heim gegen den FC Nord. Wenn ihr nochmal Bock habt, die Paris Saint-Germain-Karriere zu unterstützen, dann smasht auf jeden Fall nochmal ordentlich den Like-Button hier für die vorletzte Folge der ersten Season mit den Parisern. Ich bin auf jeden Fall gehypt auf die zweite Season, gespannt, wen wir da auf jeden Fall so verpflichten werden. Natürlich werde ich da auch Real-Life-Gerüchte so ein bisschen mit hineinfließen lassen in das ganze Transfergeschehen. Jetzt aber nochmal der letzte Spieltag der Ligue 1 Saison 15-16 gegen den FC Nantes. Viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, let's go Leute. Letzter Spieltag im Prinzenpark. Paris Saint-Germain gegen den FC Nantes. Für beide Vereine, denke ich mal, geht es wirklich um gar nichts mehr. Also wird das, denke ich mal, ein ganz entspannter Kick heute werden, nochmal am Abend, kurz bevor die Meisterschaft dann endlich gefeiert wird. Also eine sehr dominante Saison, muss man sagen. Großen Respekt an die Mannschaft, die wirklich in keinem Moment in dieser Saison irgendwie von der Leistung her abgebaut hat, sondern wirklich immer wirklich gerade durch die Saison durchgegangen ist, ohne wirklich an Leistung zu verlieren. Also da merkt man schon, wir haben uns auf jeden Fall einen unglaublich genialen Kader aufgebaut. Und mal gucken auf jeden Fall, wie das Ganze dann in der zweiten Saison aussehen wird, wer dazukommen wird, wer gehen wird. Alles könnt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir haben einfach eine Heimbilanz von 17 Siegen und einem Unentschieden. Also das muss man sich auch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. 17 Siege und das innerhalb von 18 Spielen, jetzt eben das 19. Spiel. Mal gucken auf jeden Fall, wie das Ganze ausgehen wird. Ob es der 18. Sieg wird oder eine Niederlage. Ein weiteres Unentschieden werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ich habe mich nochmal dafür entschieden, die Alpha aufs Spiel zu schicken, aufs Feld zu schicken, ins Spiel zu schicken. Einfach aus dem Grund, weil ich natürlich mit den Spielern, die diese Saison auf jeden Fall geprägt haben, die Meisterschaft feiern wollte und nicht unbedingt die BF-Spieler da sehen wollte, die die Meisterschaft eben am ehesten feiern.
Deswegen eben unsere beste Mannschaft heute von Anfang an gegen den FC Nantes mit Kapitän, dem Albaner Loris Sana, der unter anderem jetzt auch seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat. Los geht's auf jeden Fall. Bei Schauern das Ganze nicht das beste Feierwetter, aber ich denke mal, wir werden heute trotzdem die Meisterschaft ordentlich genießen. Los geht's, wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Bale nimmt mal ein bisschen Anlauf hier. Bale sehr stark in die Mitte. Gareth Bale, was ist das denn für ein Tor? Der Waliser schlägt zu und wie er zuschlägt. Gareth Bale mit dem 1:0. Und was ist das denn bitte für ein geniales Tor unseres walisischen Rechtsflügelmanns? Also unglaublich. Zieht in die Mitte, wird nicht genug attackiert und dann dieser Schuss zum 1:0. Bale, sehr schön. 5. Minute und es steht 1:0. Also scheinbar nimmt die Mannschaft das Ganze doch ein bisschen ernster, als ich es erwartet hatte. 1:0. Oh, jetzt schläft die Defensive mal ein bisschen. Und das ist ein sehr schönes Tor von Niane vom FC Nantes. Also der heutige Tag wird auf jeden Fall von sehr vielen schönen Toren begleitet. Erst Gareth Bale und jetzt ist es eben Niane auf Seiten vom FC Nantes. Wir sehen hier sehr viele Fans, die mitgereist sind. In der gelben Farbe des FC Nantes hätte ich um ehrlich zu sein nicht erwartet, dass so viele mitgereist sind, aber hätte ich auch nicht erwartet, dass er hier so ein schönes Tor macht. Defensiv pennt da natürlich so ein bisschen unsere Viererkette, aber trotzdem kann man das Ganze auf jeden Fall schlucken. Ist nicht so schlimm, hier mal ein Unentschieden nur zu holen. Also die Saison ist vorbei, wir haben unglaublich stark gespielt, aber jetzt nicht so nachlassen bitte. Also Unentschieden wäre schon voll okay. Und Verratti kämpft hier wirklich um jeden Ball. Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic. Halbzeit ist fast vorbei. Und Zlatan Ibrahimovic, unser König, trifft auch nochmal. Hier zum Saisonabschluss Zlatan Ibrahimovic mit dem 2:1. So muss es auf jeden Fall sein. Sieht man doch gerne. Marco Verratti, für mich einer der Spieler dieser Saison. Das werde ich auch nochmal in der nächsten Folge dann machen. So einen kleinen Strawpoll, wer für euch der Spieler der Saison war. Würde mich mal interessieren, was ihr sagt, ob vielleicht Ibrahimovic, Thiago Silva, Paul Pogba, also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Den Strawball wird es dann in der nächsten Folge geben. Ich denke mal, Ibra wird das Ganze gewinnen, aber ich kann mich auch gerne überraschen lassen. Also vielleicht wird es auch Pogba machen, Bale, also da gibt es auf jeden Fall einige Spieler, die diese Saison sehr herausgestochen haben. Erster Durchgang vorbei, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in Durchgang Nummer 2. Was ist das denn bitte für ein Spiel heute, ey, was ist das denn? Nantes wächst hier komplett über sich hinaus, ich wollte eigentlich sagen, sehr starker Schuss, aber gut, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, wenn ich ehrlich sein darf. Kevin Trapp wird hier heute komplett von Nantes überrumpelt, weil die solche Schüsse bringen. Siehst du nicht jeden Tag, das siehst du auf jeden Fall nicht jeden Tag, solche Schüsse. Nantes hat auf jeden Fall Bock und das ist auf jeden Fall richtig nice. Also Stimmung passt auf jeden Fall. So, Verratti. Verratti hat auch nochmal Bock zu treffen nach der Vorlage. Marco Verratti, 3:2. So ist es auch schön. Gerade eben noch das Gegentor kassiert und jetzt Marco Verratti mit dem nächsten Tor. 5 Tore einfach mal nach 60 Minuten. Die Zuschauer bekommen hier auf jeden Fall einiges geboten. Sehr stark gemacht von Marco Verratti mit 1,65. Setzt er sich hier gegen 3-4 Mann durch und erzielt das 3:2. So, Lacazette und Pastore dürfen nochmal ins Spiel rein. Dafür Verratti und Zlatan Ibrahimovic vom Feld runter. Ich denke jetzt mal nicht, dass Steven Fletcher von Marseille jetzt nochmal am letzten Spieltag ordentlich Tore geschossen hat. Hoffe ich doch zumindest nicht. Wir wollen natürlich, dass Ibrahimovic, wenn er uns verlassen sollte, wenigstens die Saison mit 2 Titeln oder 3 Titeln, müssen wir noch gucken, wie das Ganze im Cup-Nationalfinale abläuft. Und natürlich auch mit der Torjägerkrone verlässt. Neymar zieht auch nochmal in die Mitte. Die Super Neymar und abgefälscht das Ganze leider. Mal gucken. Vielleicht die Ecke. Wir haben ja einige Kopfballspezialisten, aber ich führe sie mal wieder ein bisschen anders aus. Nämlich auf Pastore der Ball. Der zieht einfach mal ab und trifft das Aluminium. Sehr gefährlich. Müsste jetzt eigentlich auch vorbei sein und jawohl, der Schiedsrichter pfeift das Ganze ab. Und damit ist die Ligue 1 Saison 15-16 beendet mit der Meisterschaft. Nantes mit einer sehr starken Saison auf Platz 9 liegend. Also das ist auf jeden Fall echt eine sehr starke Saison des FC Nantes gewesen. Aber wir auf jeden Fall stark wie noch nie.
Zlatan Ibrahimovic erscheint die Torschützenkrone geholt zu haben. So sieht es doch zumindest aus. Ein sehr breites Grinsen bei unserem schwedischen Stürmer. Kann man natürlich auch verstehen. Eine unglaubliche Saison, die er hier abgeliefert hat. Und einfach eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Also ich will hier echt keinen hervorheben. Die ganze Mannschaft hat einfach stark zusammengespielt. Und somit holen wir die Meisterschaft. Sehr stark auf jeden Fall. Aber wir haben noch ein Spiel. Cup Nacional, mal gucken auf jeden Fall, ob Sainz Jan uns auch nochmal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber mal gucken. Das auf jeden Fall in der nächsten Folge und beziehungsweise hier in der Karriere in der nächsten Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt mal einfach mal die Meisterschaftsfeier an. So Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge des Paris Saint-Germain Karrieremodus mit dem Coupe Nationalfinale gegen den AS Saint-Étienne. Mal gucken, wie das Spiel ausgehen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den dritten nationalen Titel in dieser Saison holen können, um uns dann wirklich mit allen Titeln, die man national holen kann, von dieser Saison zu verabschieden. War auf jeden Fall bisher eine unglaublich kranke Saison, nicht nur vom Erfolg, nicht nur von den Transfers, nicht nur von der Mannschaft, sondern auch von eurem Support. Deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf der heutigen Folge nochmal einen ordentlichen Daumen nach oben dalassen könntet. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten, was auch die letzte Folge sein wird, der ersten Season zumindest, des Paris Saint-Germain Karrieremodus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und verabschiede mich. Bis dann, haut rein und ciao.